Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie deine Energie für die nächsten Tage, ja, für die nächsten 2 Tage, wie deine Energie ist, ja? Schauen wir mal zusammen, Fische. Ui, die sind zu viele, tue ich da rein. Aber Königin der Schwerter, also wow, Fische, mein Gott, Fische. Gerade sehe ich die Nummer 1, 2, 3, 4 in meiner Uhr. 1, 2, 3, 4. Und eine interessante Nummer, sage ich dir. Also unter dem Deck haben wir 10 der Kelche. Aber so wie die Karten auf dem Tisch sind, ich würde sogar sagen, Fische, du bist verliebt. Ja, das ist mein Gefühl, dass du verliebt bist. Es ist nicht normal, was ich hier habe. Also 10 der Kelche, wir reden ja über Familie oder über Liebe, über eine Beziehung, Kompromisse, ist die beste Karte. Also mehrere Kelchen passen ja in eine Karte nicht rein. Also wir haben eine Karte, die die meisten Kelchen zeigen. Also wir haben hier eine Karte, die für Kompromisse, für Liebe, Familie steht, ja? Eine extreme positive Karte als Energie für die nächsten Tage, Fische. Ja, irgendwie. Für die, die in Resonanz kommen, also wie gesagt, Familie sieht man hier. Ja, einen guten Verständnis mit der Familie auch da, ist auch da zu sehen. Wie gesagt, Liebe, Kompromisse und viel Feuer im Spiel, ja. Also hier sehe ich irgendeine Situation von. Für manche irgendwie, also hier sehe ich neue Anfänge, ja, neue Anfänge, also ich sehe hier eine neue Situation. Für manche kann es vielleicht sogar eine neue Situation sein, für manche eine Versöhnung mit jemand, irgendwie ein Gefühl ist hier, aber wir haben hier viel Anziehungskraft in dieser Situation, was wir hier haben. Also Fische, ich weiß auch nicht, schau mal hier, Ritter der Münzen. Ja, du weißt schon, der Ritter der Münzen nimmt sich natürlich Zeit, ja? Also der hat es nicht eilig. Der Ritter der Münzen hat es nie eilig. Der macht sich gemütlich und ja. Also eilig hat der Junge hier nicht und ist langsam. Aber schau mal, hier ist eine Königin der Kelche. Es kann für dich reden, ja? Es kann schon für dich reden. Sternzeichen Schütze sieht man hier. Schütze, Zwilling aber auch, ja. Schau mal, irgendwie gibt es hier eine Situation, die langsam ist, aber sicher, sage ich es jetzt mal so. Zumindest, das ist das, was hier gezeigt wird. Also eine Situation, die langsam ist, aber sicher. Okay. Fische, schau mal, was für Karten für dich gekommen sind. Das ist nicht normal. Ich habe hier 9 der Kelche und 10 der Kelche. 9 und 10 der Kelche. Also wir reden tatsächlich hier von Wünschen, die in Erfüllung kommen. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Eine Königin der Stäbe ist hier zu sehen.
spricht für Löwe, Schütze, Schütze haben wir gerade gesehen, oder Sternzeichen wieder. Denn Sternzeichen hier ist nicht unbedingt so sehr wichtig. Es kann auch für die Energie nur von der Person jetzt reden. Viel, ja, eine hübsche Person, eine Person mit viel Leidenschaft, viel aktiv, sehr viele Handlungen. Also man sieht schon Bewegung in diese, ja, ist immer hier ein Feuerelement, ja, also sehr aktiv, sehr viele sehr viel Handlung in diese Energie hier. Irgendwie die Karte, die Liebenden. Ich meine, Sternzeichen Zwilling sieht man hier auch. Das ist die Karte, die Liebenden. Eine große Arkana. Eine wichtige Karte, auch in diesem Jahr. Spricht auch für Nummer 6, ja? Eine starke Anziehungskraft zu einer Person, Fische. Also hier reden wir überhaupt über eine starke Anziehungskraft zu einer Person. Hier reden wir über Seelenpartnern. Ja? Also Seelengefährten könnte man schon hier sagen, dass es wir hier darüber reden, weil das ist tatsächlich 9. Kelche, 10. Kelche. Ja? Also es gibt Liebe, aber es gibt viel Anziehungskraft hier. Eine wichtige Entscheidung, gell? Fische. Ich sehe hier eine wichtige Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung zu treffen. Augenblick. Irgendjemand hat sich hier befreit. Also eine Person. Wenn du das nicht bist, eine Person hat sich hier jetzt plötzlich befreit, fühlt sich jetzt natürlich frei und ist unterwegs irgendwie. Nimmt sich natürlich Zeit, aber irgendwie wirst du zwischen, du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Ne? Augenblick. Maya. Ja. Es kommt Kommunikation, ja. Es kommt Kommunikation auf jeden Fall. Es gibt hier Bewegung jetzt. Also hier habe ich Karten, die mit von, also Stäbe. Ich habe viele Stäbe oder viele wichtige Stäbe. Ich sehe hier Schnelligkeit, viel Handlung. Ritter der Stäbe auch, Ass der Münzen. Ass der Münzen habe ich vorher gesehen, ne? Als ich jetzt gemischt habe, alleine jetzt. Königin der Schwerter nochmals. Kannst du dich noch erinnern, die Königin der Schwerter ist vorher rausgeflogen und ich habe dir die kurz gezeigt. Königin der Schwerter ist hier zu sehen. Ne? Also eine Entscheidung, nochmals 10 der Kelche. 10 der Kelche, also eine Entscheidung, Fische. Du stehst, du wirst vor eine wichtige Entscheidung zu treffen, ja. Und ich habe hier eine starke Anziehungskraft zu einer Person. Schau mal, mit dieser Königin der Stäbe kam 3 der Stäbe und ein König der Kelche. Eine starke Anziehungskraft zu einer Person. Also irgendwie viel dieses Nachdenken ist hier sehr stark zu sehen. Dieses Nachdenken ist hier sehr stark zu sehen, ja. Muss ich dir sagen, diese Königin der Stäbe, Fische, kann für dich eine andere Person sein. Für manchen ist er Wunschpartner, es kann auch für einen Mann reden, könnte natürlich auch für einen Mann reden. Aber hier habe ich jetzt Königin der Stäbe und König der Kelche. Aber wie gesagt, diese Königin der Stäbe kann für dich eine andere Person sein. Die Sache ist, mit unserer 9. Kelche, Ass der Stäbe nochmals und 6. Stäbe. Du hast ja gesehen, Ass der Stäbe wiederholt sich bei dir zweimal.
Es gibt hier auch eine starke sexuelle Anziehungskraft. Ja? Aber wirklich sicher. Wir haben hier mit einer stolzen Energie zu tun. Fische, es ist ein bisschen stolz schon zu sehen hier in diesen Karten. Das muss ich dir schon sagen. Eine stolze Energie, viel Anziehungskraft, tatsächlich sehr viel Leidenschaft hier. Aber mein Gefühl ist, dass wir hier irgendwie auch über eine dritte Person reden. Also es gibt noch jemand mehr im Spiel da. Ja, es gibt hier Optionen, also irgendjemand hat hier Optionen. Aber schau mal, die Karte die Liebenden, zwei der Schwerter, drei der Schwerter. Zwei der Schwerter, drei der Schwerter. Es wird kompliziert werden, ne? Weil du stehst vor einer Entscheidung, die nächsten Tage möglicherweise Fische, obwohl ich habe hier diesen Ritter der Münzen, der so langsam ist. Es kann natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen als nur 2 Tage. Das kann ich dir schon sagen. Aber das ist, was tatsächlich kommt. Also hier haben wir eine Person, die sich jetzt in der Zeit, also sehr viel Zeit genommen hat, wegen irgendeinem Grund, sehr wahrscheinlich wegen einer anderen Person. Kann schon möglich sein. Eine dritte Person sehe ich hier. Und du wirst vor einer Entscheidung sein. Und ich denke, weil du bereits schon entweder schon mit jemand zusammen bist oder dich schon eine Person geguckt hast, also du hast dich schon an jemand jetzt geguckt und aber du wirst hier eine Entscheidung treffen müssen und es wird dir nicht einfach fallen. Aber mit diese dritte drei der Schwerter hier, was soll ich hier sagen? Ich meine, was soll ich hier sagen? Keine Ahnung, in Wirklichkeit musste die Entscheidung einfacher fallen, weil wenn bereits schon ein drei der Schwerter hier ist, du musst schon wissen, was das jetzt für dich bedeutet hat. Ja? Wie die Situation in sich jetzt war. Ob du das hier eine Chance geben kannst oder nicht, das musst du jetzt entscheiden. Weil für jeder bedeutet diese drei der Schwerter eine andere Situation. Oder für manche ist halt, ja, es kommt drauf an, auf die Situation drauf an. Aber hier zeigt sich eine komplizierte Sache, eine Blockade irgendwie zu einer Person. Eine komplizierte Situation, ja, also. Ich habe, wie gesagt, zwei Königinnen. Königin der Stäbe, Königin der Kelche. In manchen Fällen. Ich sehe schon hier eine Situation von, ja, die Nummer 33 ist hier zu sehen. 33 ist hier zu sehen, ja. Also Fische. Dass das vielleicht nicht für die nächsten Tage reden wird, kann schon möglich sein. Dass das nicht in 2 Tagen passieren wird. Aber das ist, wie die Energie sich zeigt. Die Energie will dir schon sagen, pass auf, weil du wirst vor einer wichtigen Entscheidung sein. Und diese Entscheidung wird wirklich vorerst nicht einfach sein. Ja. Wenn ich dir ehrlich bin, Fische, ich sehe hier Liebe, ja? Also, das sieht man hier schon mit 9 und 10 der Kelche. Es wiederholt sich auch 10 der Kelche. Ich sehe viel Leidenschaft. Es ist alles da in Wirklichkeit, ja? Es sind sogar Münzen. Die Person meint es auch ernst und ehrlich. Aber irgendeine Situation zeigt sich hier. Es ist tatsächlich ein Gefühl von Versöhnung, okay? Das muss ich dir schon sagen. Für manche ist die Person etwas weiter. Also vielleicht ist eine geografische Distanz hier zu sehen mit einer Person. Nicht für allen kommt das in Resonanz, aber Sternzeichen Zwilling, wie gesagt, sehe ich hier. Habe ich dir ja gesagt, ja. Schütze sehe ich hier. Wasserelement. Sehe ich hier. Es kann für Skorpion, Krebs, Fische reden. Natürlich sehe ich hier auch eine Königin der Schwerter. Vorher habe ich eine Karte von unserer Deck, diese Osho Zen, rausgeholt und kam die Karte der Stress. Ja, kam die Karte der Stress. Und unter dem Deck
die Fülle. Genau. Ja, die Fülle kommt, wenn man Stress hat, oder wie? Also, wenn man viel zu tun hat, wenn man viel tut, also von nichts kommt ja nichts, also kommt diese Fülle halt zustande. Aber was ich, also die Karte, die Fülle, ist natürlich keine schlechte Karte. Ne? Also im Prinzip hat man ja alles, was man braucht. Die Fülle, ja, also, und wir haben jetzt in der Kirche zweimal. Man sieht schon eine gewisse Fülle hier. Aber ich denke, weißt du, was ich denke? Ich wollte gerade Löwe sagen, ne? Ich wollte gerade Löwe sagen. Du wirst auf eine Wahrheit kommen, irgendwie. Du wirst auf eine Wahrheit kommen, Fische. Die Sache ist, das hier wird dich schon möglicherweise Stress bereiten, ja. Es kann schon möglich sein, dass diese Gefühle hier, was die nächsten Tage so oder halt ein paar Tage mehr, wie gesagt, es kann schon ein bisschen länger dauern wegen diesen Ritter den Münzen, aber diese Situation hier bereitet dich sehr wahrscheinlich natürlich Stress. Das kann ich mir schon vorstellen. Das kann ich mir schon richtig vorstellen, ja. Weil diese Situation von der Vergangenheit irgendwie meldet sich bei dir ja wieder. Und du musst entscheiden, Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen. Ja. Ich sehe eine Situation, die mit Menschen von anderem Leben, also Menschen, die sich von anderem Leben kennen, ist hier sehr stark zu sehen, ja. Aber eine starke Anziehungskraft. Fische, wie du siehst, ja, ich habe hier eine Situation, die sehr viel über einen Wunschpartner spricht, oder ja. Oder halt mehrere Personen, aber auf jeden Fall über Beziehungen, über Gefühle, Emotionen, über Liebe spricht, ja? Das sieht man sehr deutlich in deinen Karten dieses Mal. Und eine starke, stolze Energie ist hier zu sehen, die möglicherweise mehrere Optionen hat. Das sage ich dir aber auch, ja? Das sieht man hier schon. Und das sieht man hier schon. Und dieses Treubruch ist hier ja zu sehen. Also ein Gefühl von Treubruch war schon hier zu sehen. Also erwarte auf jeden Fall Kommunikation, ja? Weil das haben wir gerade hier gehabt. Du hast ja gesehen, unter dem Deck habe ich ja diese Acht der Münzen und Ritter der Münzen. Von da aus, ich denke, es gibt hier schon ein Gefühl von Schnelligkeit, ja? Unabhängig von diesen Ritter der Münzen. Es kann, wie gesagt, es könnte schon diese Schnelligkeit da sein. Es gibt hier dieses Gefühl von Schnelligkeit, von einer Energie, die handelt, die schnell kommt. Es gibt dieses Gefühl hier. Wow, also lass dich überraschen. Irgendwie diese Situation sieht man hier. Ja, du wirst schon eine Entscheidung treffen müssen, Fische. Lass dich überraschen. Und wie gesagt, Sternzeichen Schütze sehe ich hier. Mit dieser Mäßigkeit, ja. Also Fische, das ist, was ich für dich habe, für die nächsten Tage. Ich bin gespannt, sage ich dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke für deine Likes und deine Abos. Wir sehen uns am Mittwoch. Tschüss.